Dazu haben wir am heutigen Tage mit Rechtsanwalt Jens Reimer aus Bautzen gesprochen. Ja, so Rechtsanwalt Jens Reimer aus Bautzen, so ganz überraschend kam die Insolvenz dann wohl nicht mehr. Diese hatte sich aus meiner Sicht nach der Insolvenz in Österreich da bereits abgezeichnet. EMAX ist aber nicht nur die IMAX Real Estate Development GmbH, sondern eine ganze Unternehmensgruppe, so Rechtsanwalt Reimer weiter. Übersicht des bekannten EMAX-Unternehmensgeflechtes ist in der Beschreibung des YouTube-Videos zu finden. Nun dürfte diese Insolvenz natürlich ihren Schatten auch auf das gesamte Unternehmenskonstrukt werfen und man muss dann eben möglicherweise befürchten, dass weitere Unternehmen einen ähnlichen Weg gehen müssen wie die IMAX Real Estate Development GmbH. Im Vordergrund, so Rechtsanwalt Jens Reime, muss nun natürlich erst einmal das Interesse der investierten Anleger stehen. Vor allem jene, die in Anleihen des Unternehmens investiert haben. Hier kann ein möglicher Verlust dann möglicherweise bis zu einem Totalverlust gehen. Darüber sollten sich in Anleihen investierte Anleger der EMAX-Gruppe natürlich jetzt im Klaren sein. Handeln, um das eigene Vermögen nicht zu verlieren, ist nun nach Meinung von Rechtsanwalt Reimer aus Bautzen angesagt. Anleger sollten hier aus meiner Erfahrung heraus dann auch nicht zu lange warten, denn hier geht es um Vermögenssicherung, noch bevor weitere Gesellschaften der EMAX-Gruppe das gleiche Schicksal erleiden. Rechtsanwalt Reimer hat dazu wieder eine kostenfreie Anlegerschutz-Hotline eingerichtet und steht hier für Anlegerfragen gerne zur Verfügung. Der Auszug des Insolvenzbeschlusses ist in der Beschreibung zu finden.